Kommandeur auf mich. Auf den bin ich gespannt. Im Zivilberuf bin ich Naturwissenschaftler, Botaniker. Ein Mensch, der Blumen, Pflanzen und ihr Wachstum studiert. War ein bitterer Scherz des Schicksals, der mich hierher an die Wolga verschlagen hat. Hier gibt es kein Wachstum. Hier ist nur Tod, Verwesung. Glaube nicht mehr an ein gutes Ende für das Unternehmen Stalingrad. Will Ihnen nicht das Herz schwer machen, aber Sie müssen die Wahrheit wissen. Sie sind mir als ein guter Offizier empfohlen worden. Ich bin froh, dass Sie bei uns sind. Danke, gehorsamster Oberst. Sie übernehmen die dritte Batterie. Sie melden sich bei Ihrem Abteilungsführer, Major Linkmann. Er wird Sie einweisen. Darf ich fragen, ob ich Herrn Major Linkmann diese Versetzung verdanke? Er hat sich sehr für Sie verwandt. Unsere bisherige Zusammenarbeit war nicht immer ganz harmonisch. Sie sehen, er ist nicht nachtragend. Also bis. Da, nimm den Schal hier. Ich brauche keinen bei meinem Schmeckhals. Kommt gar nicht in Frage. Du nimmst das Ding und hältst die Schnauze. Dein Gehuste geht mir schon auf die Nerven. Ich bin immer noch dein Vorgesetzter, ja? Das hat jetzt nichts zu sagen. Hier geht's um die Gesundheit. Was ist los, Oberleutnant? Das haut mich um. Das verspricht hier ein netter Kurort zu werden. Und wissen Sie, wer unser neuer Kurdirektor ist? Major Linkmann. Ach du lieber Himmel. Na, ich hab's ja gleich gesagt. Wenn wir bloß nach Berlin gefahren. Da werden wir nichts zu lachen haben. Mal sehen. Mein letztes Wort, ich gebe keinen Schuss frei. Soll die Infanterie sehen, wie sie ohne Artillerieunterstützung fertig wird. Ende. Oberleutnant Wisse, als Führer der dritten Batterie zur ersten Abteilung versetzt. Ach, das ist aber eine Überraschung. Für Sie doch wohl nicht, Herr Major. Nein, da haben Sie allerdings recht. Ich habe Sie ja schon damals für meine Abteilung vormerken lassen. Wie ich höre, haben Sie inzwischen auch einen Orden gekriegt? Jawohl, Herr Major. Den rumänischen Tapferkeitsorden. Ich will ja nicht gehässig sein, aber die Rumänen legen nun mal andere Maßstäbe an. Aber hier in Stalingrad, da können Sie beweisen, was Sie für ein Kerl sind. Da gebe ich Ihnen eine Chance. Sehr freundlich, Herr Major. Ich verlange echte Leistungen. Im Augenblick befinden wir uns in einer Krise, aber die ist natürlich nur vorübergehender Natur. Trotzdem, um sie zu meistern, braucht der Führer Männer aus Eisen. Also machen Sie mir hier nicht schlapp. Trotz Hunger, Kälte und anderer Schwierigkeiten. Ich möchte noch melden, dass ich zwei Leute vom Verbindungsstab bei mir habe, die hier eingeteilt werden sollen. So, wen denn? Feldwebel Böse und Obergefreiter Krämer. Ach, der Böse? Sieh mal einer an. Das ist mir schon damals aufgefallen. Das ist ein ganz unmilitärischer Charakter. Den werde ich hier bei mir verwenden. Den Krämer nehmen Sie am besten mit nach vorne. In der Batteriestellung werden Sie jeden Mann brauchen. Dritte Batterie mit einem Offizier, vier Unteroffizieren, 38 Mann und vier Geschützen in Stellung. Ein Wachtmeister und zwei Mann auf vorgeschobener Beobachtungsstelle in Stalingrad statt. Mensch, Fuhrmann, in diesem gottverdammten Kessel treffen uns alle wieder, scheinen wir. Wie lange bist du denn hier? Ach, zwei Tage nach dir haben sie mich auf die Bahn gesetzt. War aus mit dem schönen Charkow. Sag mal, da war doch dieses russische Mädchen, Katja. Katja? Ach, die. Naja, die Dienststelle flog auf, aus war der Traum. Und was ist aus ihr geworden? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie nach Deutschland verschickt oder sie ist untergetaucht bei ihren eigenen Leuten oder ja, so. Ich verstehe. Wie sieht's hier aus? Tja. Also wir liegen hier 1400 Meter vor Stalingrad. Unsere Tätigkeit beschränkt sich auf Unterstützung der Infanterie. Mein Gott, das ist Stalingrad. Und unter diesen Trümmern liegen Zehntausende von Leichen. 2000 Geschütze aller Kaliber stehen hier. Sind aber wertlos geworden, weil seit Wochen keine Munition mehr nachkommt. Linkmann muss bei uns jeden Schuss genehmigen. Wir haben pro Geschütz noch 12 Schuss. Das ist Feierabend. Mensch, was haben die sich bloß dabei gedacht? Ja, fragen wir uns auch immer. Du frierst? Hat die Batterie denn keine Wintersachen? Ist nichts durchgekommen. Was der Russe nicht schafft, schafft die Kälte. Fuhrmann, du nimmst sofort meinen Pelz. Aber ich kann doch deinen Pelz nicht. Quatsch nicht, du nimmst ihn. Ich habe noch einen anderen. Wir haben dein Vorratslager ausgeräumt. So. Und jetzt wollen wir uns mal die vorgeschobene Beobachtungsstelle ansehen. Bei Tage wirst du nicht lebend hinkommen. Jeder Quadratmeter liegt unter russischem Feuer. Aber ich kann dich gerne hinführen nach Einbruch der Dunkelheit. Los!
Heike. Besonders Schmidt. Einer, Leute. Gut. Ah, Leutnant. Wachmeister Konowski mit 2 Mann als vorgeschobener Beobachter. Keine besonderen Vorkommnisse. Danke, Konowski. Das ist unser neuer Batterieführer, Oberleutnant Wisse. Herr Konowski. Hallo, Oberleutnant. Obergefreiter Krämer. Ich bin gerade bei der Verteilung unserer Rationen hier. Sieht ja kümmerlich aus. Unser Essen holen haben die Russen abgeknallt. Nicht mal der Wurstpelle ist durchgekommen. Die haben ja ein bisschen was zu fressen mit? Leider nicht. Aber eine Zigarette können Sie haben, Herr Wachmeister. Oh, das ist ja wunderbar. Dankeschön. Die haben gemerkt, dass wir Besuch haben, aber die Decke hält. Wie ist die Situation hier? Links und rechts von uns liegt Infanterie, die halten die Straßenkreuzung. In den Häusern schräg gegenüber sitzt in den obersten Stockwerken der Russe. Im Keller sitzen unsere Leute als Untermieter oder Ruhigkehr. Im selben Haus? Das ist noch nicht möglich. Oberleutnant, Stalingrad ist alles möglich. Ehe manchmal die Fronten senkrecht durch die Häuser durch. Da gab's hier mal einen Lokus. Da war ich jeden Morgen so eine Viertelstunde und dachte so über unsere Probleme nach. Eines schönes Morgens, komme ich an, sitzt da ein Ivanov. Und mit ein bisschen Russisch, weil ich kann, sag ich zu ihm, Mensch, Junge, los, hau ab hier. Und noch im Weggehen dreht er sich um und sagt, geh mal in Ruhe, scheißen lassen ihn die Preußen. Na, Konowski, ich glaube, Sie spinnen. Oder mein Wort, so weit ich stehe. Kann ich jetzt mal die vorgeschobene Bierstelle sehen? Ja, ich geh mal voran. Fuhrmann, bleibt die hier. B2, Konowski. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Ja, natürlich, wir ziehen hier am gleichen Strang, ist gerissen. Herr Leutnant, eine Frage noch. Haben Sie nicht irgendwas zu fressen da? Nee. Schade. Ende. Der Leutnant von der Infanterie. Die Russen haben drüben 2 Panzer und eine Packe aufgefahren. Wollen es mal wieder versuchen. Na und? Das hier ist eine Schlüsselstellung. Von hier aus kann die Straßenkreuzung kontrolliert werden. Die muss unbedingt gehalten werden, denn ein paar Häuser weiter von hier ist das neue Quartier von Paulus. Das ist mir neu. Naja, schönes Kellerloch mit fließend Wasser, aber der Wände runter. Rufen Sie die Batterie an, Konowski. Sagen Sie Bescheid, dass wir heute Nacht hier bleiben. Ich will mir den Laden ansehen. Jawohl. Russe greift an. Konowski, verbinden Sie mich mit Major Linkmann. Er muss sofort ein paar Schuss für unsere Batterie freigeben. Ich habe bereits mit der Abteilung gesprochen. Die Antwort ist ein glattes Nein. Nicht eine Granate. Die sagen, wir sollen uns hier bloß nicht so wichtig machen. Verdammt, Volltreffer in unseren Keller! Herr Oberleutnant, bleiben Sie hier. Die Gegend wimmelt nur so von Scharfschützen. Schalt schon auf. Mensch, Kerl, da haben wir wieder mal Glück gehabt. Russische Panzer und Infanterie. Los, Schmidt, hauen Sie sich mit dem MG da vorne hin. Fuhrmann und Krämer, ihr sichert nach hinten. Komm, Schmidt. Ja.
mal leicht ins Auge gehen können. Seine Sauerei von diesem Riedmann. Nicht einen Schuss zu bewilligen. Ohne die Pack hätten wir schön ausgesehen. Ich habe mir einen Freund angelacht. Ist ein bisschen lädiert. Hier werden keine Gefangenen gemacht. Auf keiner Seite. Nicht bei mir, Kulowski. Ja, Stalibatsch, Pasch, alles da. Lass sie laufen. Fuhrmann, sag ihm, er soll zu seinen Leuten zurückgehen. Idiv damoi. Idiv damoi? Ja, mogu idiv damoi? Da, da. Spasiba, Gasparin. Spasiba, Balschoi. Nein! Oh, ein Brotbeutel soll er wenigstens da lassen. Komm her. Hau ab, dabei, los. Oh, so sieht er das an hier. Was die Iwans alle mit nach vorne in Brotbeutel kriegen. Guckt er das an hier. Ein Bückling und Brot und Schmalz. Und da, hier presste Hirse. Das sind da Delikatessen, sind das. Und was haben wir? Kohldampf. Was tun wir bloß in diesem Teil der Welt? Dass der Russe uns raushaben will, verstehe ich. Dafür kämpfen sogar die Fabrikarbeiter, die Frauen und die Kinder. Wir haben hier nichts verloren. Herr Oberleutnant, ein Parlamentär mit weißer Fahne. Major drüben lässt sich bedanken, dass sie den Gefangenen zurückgeschickt haben. Zum Austausch hat er mich laufen lassen. Er schlägt vor, eine halbe Stunde Waffenruhe eintreten zu lassen, damit beide Seiten ihre Verwundeten auflesen können. Das ist eine gute Idee. Ich gehe gleich mit ihm zum Führer der Infanterie. Komm. Während dieser armseligen 30 Minuten ereignet sich eine Episode, die von deutscher wie auch von russischer Seite berichtet und verbürgt ist. Не бойся, друг. Мы видим, как... Еще не стреляют. Schluss mit der Vorstellung. Am 10. Januar 1943 greift der Russe mit stärksten Kräften an, um den Kessel zu zersprengen. Nachdem Hitler ein Kapitulationsangebot abgelehnt und den Kampf bis zur letzten Patrone befohlen hat. Die 6. Armee leistet verzweifelten Widerstand. Zurück. Ja, auch gegen den Befehl. Kapieren Sie doch endlich. Der Russ ist an drei Stellen in den Kessel eingebrochen.
Findet sich denn niemand, der diesem Kerl das Heft erst anschlägt? Hier wird eine Armee sinnlos verheizt. Auch Sie können sich doch der Wahrheit nicht verschließen, dass der Russe stark genug war, den Kessel in mehrere Teile zu zerfetzen. Und sogar unseren letzten großen Flugplatz Ptomnik hat er genommen. Das ist mir bekannt. Immerhin haben wir noch Gumrak und Stalingradski. Sie taugen doch nichts. Halt dir doch den Mund. Doch einer Defektismus. Der Führer weiß ganz genau, was... Auch der Führer kann daran nichts mehr ändern, dass hier der Teufel los ist. Kommen Sie doch selber mal mit nach vorne und sehen Sie sich den Laden an. Von 16 Geschützen sind 4 übrig geblieben. Keine Munition, keine Verpflegung. Heute hat man uns wieder 30 Mann abgezogen, um Kampfgruppen zu bilden. Es wäre richtiger, wir würden uns selbst bald auf Infanteriekampf vorbereiten. Genug Wisse. Wir sind Artilleristen und bleiben bei unseren Kanonen. Natürlich brauchen wir Munition und Verpflegung. Auf dem Flugplatz Gumrak liegt genug von dem Zeug. Gehen Sie hin und organisieren Sie, was wir brauchen. Und wagen Sie es nicht, ohne zurückzukommen. Und wo werde ich Sie dann wiederfinden, Herr Major? Ja, hier natürlich! Was soll denn diese Frage? Unsere letzten 4 Geschütze haben Sie doch nach Stalingrad hineinbefohlen. Ja? Leutnant Fuhrmann ist da der einzige Offizier. Na und? Wäre es nicht besser, wenn wir beide zu Ihnen nach Stalingrad reingehen würden und Sie schicken jemand anders nach Gumrak? Was bitte mir Ihre blödsinnigen Ratschläge. Noch befehle ich hier. Und hauen Sie ab! Hauen Sie ab nach Gumrak! Nun sieh da das an hier. Wie viel von so Dreckskalorien braucht ein erwachsener Mann, ne? Ja, im Frieden 3500. Und das hier? Die paar Gramm Kommissbrot und eine Scheibe Wurst, so dünne wie Zeitungspapier, damit soll ich bei 30 Grad Kälte durchhalten? Nun reg dich doch nicht auf, uns geht es doch genauso. Mensch, das halte ich nicht mehr aus! Dann mach ich mal bitte hier! Pawlowski! Bist du wahnsinnig? Hör zu, ich heb dir das auf und dann wirst du es fressen. Was ist hier los? Ach, der Wachmeister dreht schon mal wieder durch vor Hunger. Ja, ist gut. Wir fahren nach Gumrak. Versuchen, Munition und Verpflegung zu organisieren. Ach, das ist endlich mal ein Wort, Herr Oberleutnant. Endlich mal richtig satt fressen können, endlich mal einen Bauch richtig voll haben. Hallo, Böse. Na? Was hat der Stabsarzt gesagt? Das ist eine Lungenentzündung, dagegen kann er nichts machen. Kann ich nicht wieder zu Ihnen kommen? Ich muss zur kämpfenden Truppe zurück. Mit einer Lungenentzündung sind Sie wahnsinnig? Bleiben Sie bloß, wo Sie sind, Mensch. Dann muss ich verhungern. Was? Ich habe gerade eine Anweisung abgeholt, dass ab heute nur noch Verpflegung an die kämpfende Truppe ausgegeben wird. Herr Generaloberst, der Pfarrer Busch, der sagt, er sei angemeldet. Ja, ja, stimmt. Wer soll reinkommen? Jawohl, Herr Generaloberst. Herr Pfarrer! Bitte. Sie sagten am Telefon, es sei dringend. Was gibt's? Herr Generaloberst, es handelt sich um den Befehl, wonach Verpflegung nur noch an die kämpfende Truppe ausgegeben werden darf. Ja? Das bedeutet, dass etwa 50.000 Verwundete in den Kellern von Stalingrad zum Tode durch Verhungern verurteilt sind. Warum kommen Sie zu mir? Ich kenne einen, der hat den Befehl nicht und ich würde ihn noch niemals unterschrieben haben. Ich bin von Stelle zu Stelle gelaufen und keiner will damit etwas zu tun haben. Aber einer muss doch für diesen unmenschlichen Befehl verantwortlich sein. Ich weiß nicht, wer ihn gegeben hat. Doch lassen Sie mich auch das andere sagen. Kein Krieg ist human. Aber wir sind Soldaten. Auch Sie tragen die Uniform. Es ist unmöglich, diese Leiden länger mit anzusehen. Ich wundere mich über Sie, Herr Pfarrer. Die Kirche betet für den Sieg unserer Waffen. Aber wenn dieser Sieg seine unerbittlichen Opfer fordert, dann sagen Sie, es darf nicht sein. Wo liegt da der Sinn? Die Kirche betet für den Frieden und für den Sieg der gerechten Sache. Aber dieser Krieg ist ein Unrecht. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Äußerungen. Sie könnten Ihnen als Hochverrat ausgelegt werden. Die Menschen hier sterben für nichts. Ihr Opfer ist völlig sinnlos. Pfarrer Busch. Erst eine spätere Zeit wird darüber befinden, wer von uns beiden recht hat. Unser Opfergang nach Stalingrad ist eine militärische Notwendigkeit. Wie könnte ich leben ohne diese Überzeugung? Wäre es nicht tragisch, wenn sich diese Überzeugung als falsch herausstellte? Gott befohlen, Herr Generaloberst. Hier. Wir kommen wegen Verpflegung und Munition. Das
So was Komisches. Ihr seid wohl vollkommen wahnsinnig geworden. Munition wollt ihr haben. Ist doch seit Wochen nichts mehr eingeflogen worden. Wisst ihr, was ihr von uns haben könnt? Gesangbücher, Säcke voll Pfeffer, 2000 Führerbilder. Leider ohne Rahmen, weil wir die inzwischen verheizt haben. Ja, ja, schön, schön, was mit Fressalien. So was Blödes habe ich doch noch nie gehört. Es gibt nichts zu fressen. Wir sind hier am Arsch der Welt. Und da drüben, meine Herren, fliegt gleich die letzte Kiste aus diesem gottverdammten Kessel. In einer Stunde sind die Russen hier. Wir sind alle im Eimer. Was, ich gibt nicht mehr zu fressen? Und seht ihr doch mal den Körper hier an. 200 Pfund schwer ist die Maschine. Die muss geschmiert werden, wenn sie funktionieren soll. Die muss geschmiert werden mit Brot, Butter, Eiern, Fleisch, Melern, viel Fleisch, Kartoffeln. Jetzt dreht er uns durch. Ihr seid doch blöde, wenn ihr glaubt, dass es ohne ihn geht. Ihr seid doch blöde. Hey, warte! Hier bleiben! Weggehen hier! Gesehen, das Leitwerk hat ihm das Genick gebrochen. Los, Beeilung. Wo haben Sie sich denn so lange herumgetrieben? Hm? In Gumrak, wie Sie wohl wissen sollten. Kunowski ist tot. Haben Sie meinen Befehl ausgeführt? Zu Ihrer Kenntnisnahme, es ist aussichtslos. Es gibt weder Munition noch Verpflegung. Was? Menschenskind, Sie sind mir vielleicht ein schöner Versager. Während Sie in Gumrak spaziergegangen sind, da war hier die Hölle los. Geschütze verloren, die Bedienungen im Eimer und ich muss umziehen nach Stalingrad Mitte. Großer Gott, was ist mit Fuhrmann? Keine Ahnung, tot, vermisst, was weiß ich. Wir haben Befehl bekommen, eine Kampfgruppe aufzustellen. Sie sind mir dafür verantwortlich. Und woher soll ich die Leute nehmen? Ist mir egal, wo Sie sie finden. Kämmen Sie die Feldlazarette durch. Holen Sie die Drückeberger und die Feiglinge heraus. Wenn es die da gibt, was tut eigentlich die Feldgendarmerie? Deren Aufgabe ist es doch, die Männer da rauszuholen. Quatschen Sie doch nicht so. Selbst ist der Mann. Los, das ist ein Befehl. Und nehmen Sie den Krämer mit. Und den Böse auch. Ja, der sitzt sowieso hier nur rum. Der Böse ist krank. Er hat eine Lungenentzündung. Der Böse geht mit. Ich habe außerdem gar keine Lust, hier lange mit Ihnen zu debattieren. Wir sind ja kein Kinderheim. Sie... Kommen Sie mir nicht wieder mit Ihren faulen Ausreden zurück, ja? Es ist höchste Zeit, dass Sie sich mir gegenüber einmal bewähren. Ist das noch richtig? In dieser Nacht brennt Stalingrad von einem Ende bis zum anderen. In dieser Nacht feiert Hermann Göring den 10. Jahrestag der Machtübernahme. Er spricht auch über Stalingrad. Um die 10-jährige Wiederkehr des Tages zu feiern, an dem wir die Macht übernahmen. Der Führer kann nicht mit uns sein. Nanu, was machen Sie denn hier? Ich habe den Befehl, nach Drückebergern zu suchen. So, Drückeberger, dann suchen Sie mal. Eine Krise sich entwickelt, ist er wie immer zur Stelle, um persönlich einzugreifen. Was wollt ihr hier? Ihr seid doch nicht verwundet. Da bringt ihr was zu fressen, Medikamente? Tut mir leid, wir haben gar nichts. Aber ich habe einen Kranken dabei, vielleicht können Sie... Machen Sie sich doch nicht lächerlich, sehen Sie sich doch mal um! In den 800 Kellern von Stalingrad dasselbe. Ohne Hilfe verrecken Sie hier. Wir sind machtlos. Endlich Hilfe. Das ist ja Mord. Ein Führer hat's getan. Er ist der größte Deutsche aller Zeiten.
in unsere Geschichte eingehen wird. Sani! Er hat mit seiner Kraft die Ostfront Doktor. Allein gehalten. Die reden und wir verrecken. Halt das Maul! Ich habe Auftrag. Und sollte jemand einmal schwach werden, denke er an Stalingrad. Mensch, gib die Kippe her. Wo gekämpft worden ist, mit demselben Heldenmut. Mir auch. Wie damals in Griechenland. Du krepierst sowieso. Am Thermopylenpass, wo Leonidas mit seinen 300 Spartanern stand und nicht wich und nicht wankte, bis der letzte gefallen war. Darum steht dort geschrieben, Wanderer, kommt zu nach Sparta. Fuhrmann. Major Lindmann, du hast ihnen doch gesagt, sie müssen die Geschütze Fuhrmann, müssen sie zurücknehmen. Alter Junge. Ach, du, jetzt geht's bald nach Haus. So sprechen wir heute. Ich werde endlich wieder spielen, Konzerte geben. Deutsche Soldaten wieder einmal bewiesen haben, das war's, Heldenbuch. Sie haben dort ihre Treue zum Führer mit ihrem Tode besiegelt. Stellen Sie das Ding ab. Das ist der Reichsmarschall. Es ist Pflicht, die Rede und zu hören. Und so wird es fortan heißen. Wanderer, kommst du nach Deutschland? Sage, du habest uns in Stalingrad liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Ja, der Soldat ist zum Sterben da. Und wenn er noch einmal davonkommt, kann er nur sagen, ich habe wieder mal Dusel gehabt. Mein Gott, wie lange quatschen wir noch? Abstellen! Man den Namen Stalingrad mit Ehrfurcht aussprechen. Ich sage Ihnen zum letzten Mal, Feldwebel, stellen Sie den Kasten ab. Ich habe Auftrag für die Übertragung der Göre zu sausen. Raus. Ich werde Meldung machen. Tu das. Bestell deinem Reichsmarschall, dass wir uns vorzeitige Leichenreden verbitten. Ha, Mensch! Es tut mir leid, aber ein Fahrrad dreht auch mal durch. Dann ist er schließlich nur ein Mensch. Na, haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Nein. Hier gibt's keine Drückeberger. Быстро, товарищи, быстро. Далее, пойдите. Я хочу кушать.
bist du? Bist du mi хочем тоже кушать? Ходи посмотрим, что в кухне дают. Думал, что сегодня будем. Ужасно. Надочка, дай-ка побольше, я голоден. Нет, вот, я посмотри, а? Красивая жилья, сейчас прикрепни. А у меня есть газета. Ну, как покушаем, то будем в покое. А печки? Печка есть. Вкусно, есть? У меня есть. Потом будем курить. Давай покушаем ее, а потом будем курить. Кушаем. Ну, как есть мясо. Татьяна! Покушаем. Веди ко мне. Хорошо. Ах, как я рада тебя опять увидеть, братичка. Где ты так долго был? Что Григорий делает? Я от него очень ничего не слышала. Да-да. Он такой же безнадежный, как и ты. Du musst lachen, ich habe Scherz gemacht. Ребят, покушали. Давай идем дальше. Ты тоже такой. А кто с тобой? Он сейчас придет. Я ему только еще хочу потом миром передать. Хорошо, да, быстро. Ком. Wenn du die Tür da aufmachst, läufst du ein Stückchen geradeaus. Da sind Deutsche. Katja. Kein Wort. Da, da. Завтра иду за фронт. Ты счастливый. Katja. Das musst du nicht tun. Wir dürfen nicht Freund sein. Wir müssen Feind sein. Was hat dieser Krieg aus uns gemacht? Jetzt geh. Jede Sekunde kann zu spät sein. Geh. Dank dir. Danke, Oberleutnant. Wir hatten Sie schon aufgegeben. Seid ihr heil zurückgekommen? Ich bin allein zurückgekommen. Böse ist tot. Böse. Ist Linkmann in seinem Keller? Ja. Und nicht ein einziges Mal hat er seine Nase herausgestreckt. Eine Art, hier reinzukommen? Oder geht schon die Puste aus, eh? Böse ist auch gefallen. Na und? Ich hoffe, er hat seine Pflicht getan. Nein. Er hat vergessen, ihn vorher ins Gesicht zu spucken. Sind Sie verrückt geworden? Wie reden Sie denn mit mir? Vormann haben sie auch im Stich gelassen. Linkmann. Sie sind kein Vorgesetzter. Sie sind ein Feigling und ein Schwein. Wie auch ein Wort. Ich knall sie über den Haufen. Nur mal los. Mit all den Parolen und Phrasen, an die ich selbst mal geglaubt habe, schießen Sie doch. Mein letztes Wort. Hören Sie jetzt auf! Wenn Sie Mut haben, dann kommen Sie mit raus zu unseren Leuten und kämpfen. Sterben. Verrecken wie die. Wissen Sie aber, hören Sie mal, Sie sind doch verrückt. Nehmen Sie doch mal Vernunft an. Wir müssen doch zusammenhalten. Wir müssen... Ja, wir müssen in den Kübelwagen steigen und abhauen, das meinen Sie doch. Aber es ist zu spät diesmal. Drei Häuser weiter sitzt der Russe. Nee. Mit mir.
hau mich jetzt hin. Kann nicht mehr stehen. Jawohl, Ober. Na, was gibt's? Da drüben tut sich was. Ivan ist schon im Eckhaus. Na, da ist bald mal wieder ein Stellungswechsel fällig. Meine Augen nicht. Unser Major mit dem weißen Lappen. Das ist nicht mehr unser Major, das ist ein Überläufer und ein Verräter. Die Auflösung der Armee macht rapide Fortschritte und ist nicht mehr aufzuhalten. Es wurde mit großer Erbitterung gekämpft, aber jetzt ergeben sich ganze Einheiten mit ihren Kommandeuren an der Spitze. Viele unserer Offiziere haben es vorgezogen, sich zu erschießen. Unsere Befehle erreichen niemanden mehr. Also, das Ende. Jawohl. Das ist... Dieser Funkspruch ist eben eingegangen. Aus dem Führerhauptquartier. Ihre Beförderung zum Generalfeldmarschall. Ich danke Ihnen für Ihren Takt. Mir zu dieser Beförderung nicht zu gratulieren. Denn wir beide wissen, dass es Hitlers Aufforderung zu meinem Selbstmord ist. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Die Legende vom alleinschuldigen General Paulus unterschreibe ich nicht. Da müssten ganz andere Leute gerade stehen. Ich habe Ihren felsenfesten Zusagen auf Hilfe für die 6. Armee vertraut. Man hat uns belogen, Schmidt. Aber wir können vor unserem eigenen Gewissen nur bestehen, wenn wir an der Überzeugung festhalten, dass unser Kampf hier für die oberste Führung doch einen Sinn gehabt hat. So habe ich auch gedacht. Aber in dieser Stunde weiß ich nicht, woran ich glauben soll. Ich werde den Zweifel nicht los, dass ungeheuerliche Fehler begangen worden sind. Von allen, auch von uns. Aber es ist zu spät für Einsicht und Erkenntnis. Nehmen Sie die Verbindung mit dem Russen auf. Ich stelle den Kampf ein. Jawohl, Herr Generalfeldmarschall. Alle mal herkommen. Der Kampf ist vorbei. Die Division hat kapituliert. Unser Regimentskommandeur, Oberst von Marquardt, hat sich erschossen. Ich führe euch jetzt zum Sammelplatz. Schmeißt die Waffen weg, ihr habt eure Pflicht getan. Und ein bisschen mehr als das. Ob man euch jemals dafür danken wird, weiß ich nicht. Ist auch gar nicht so wichtig. Zehntausende sammeln sich und weitere Zehntausende kommen. Sie sind müde, erschöpft, verstört und leer gebrannt wie die Häuser um sie herum. So, Herrschaften, da wären wir. Bleib mal vorläufig hier. Komm, Krämer. Wir wollen uns mal umsehen, wie es jetzt weitergeht. Hallo, Oberleutnant Wissen. Um Gottes Willen, Herr General. Ja. Ja, mich hat's erwischt. Wir werden uns um Sie kümmern. Danke, Wissen, aber bemühen Sie sich nicht. Natürlich werden wir versuchen. Krämer, komm, wir organisieren was. Wir holen Sie wieder ab, Herr General. Thank you.
Nee, nee, meine Herren, glauben Sie mir. Paulus ist ja wirklich Schuldiger. Gestern noch militärisches Vorbild, heute der Schuldige. Machen Sie sich nichts vor. Schuld ist jeder, der diesen Mist hätte verhindern können und trotzdem mitgemacht hat. Aber Sie, meine Herren, mit der großen Karriere, Sie haben die Schnauze gehalten. Sie haben gehorcht und gehorsam verlangt. Da liegt doch der Hund begraben. Das war der letzte Wagen. Vielleicht kümmern Sie sich mal ein bisschen um Ihre Leute. In Stalingrad keine Kampftätigkeit mehr. Über der Stadt liegt Nebel und roter Dunst. Generalfeldmarschall Paulus hat sich den Russen ergeben. Mit ihm sind 26 Generale und über 90.000 Mann in Gefangenschaft geraten. Die 6. Armee ist tot, mein Führer. Lassen Sie das Pathos, Zeitzler. Es ist nur eine Armee. Stellen Sie eine neue auf. Einer so gemütlich wie in der Panierhütte. Nur die Mettwurst fehlt. Tja, damals haben sie mir prophezeit, dass der Reifen mal platzen würde. Genau so ist sie auch gekommen. Laut und mit dem Knall. Ich muss ihnen wohl sehr dämlich vorgekommen sein. Nur jung. Was wird werden, Herr Pfarrer? Ich weiß nicht. Aber wir werden viel Zeit haben, es herauszufinden. Vielleicht werden wir lernen aus all diesen. Oder auch nicht.